Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Tommy Lee ist mit am Start. Nächste Runde Final Fantasy XII. Ja, im letzten Raum kamen sehr viele Gegner und ich bin in die Mitte gelaufen und habe jetzt hier so eine Konsole gefunden. Und ich glaube, darum geht's. Lift Control Pole. Es ist ein Lift. Ja, dann. Der führt bis an die oberste Ebene. Dann machen wir das doch mal. Und jetzt kommt der Showdown. Dein Bruder verkloppt. So you have lived. I am Judge Magister. Even in disgrace, my just reward for aiding the Empire that destroyed my homeland. Gabranth, do not blame yourself anymore. You confound me, brother. You failed Landis. You failed Damaska. All you were to protect. Yet you still hold on to your honor. How? I had someone more important to defend. And defender I have. How is it that you have survived? Is it not because you defend Lord Larsa? Silence! All was stripped from me. Only hatred for the brother who fled our homeland remains mine. Tell me, why do you forsake that which you must hold most precious? I do as I must, brother. Or is that not answer enough? Look, Bush, your friends die, as they must, for surely you cannot protect them. Know now the despair you have taught me. Alter, du bist halb tot. Hat sich einfach geheilt. Ui. Your light ends at my blade. I would ask you the same. Let this end, Noah. I have no right to be called by that name. Then live and reclaim it. Das war jetzt nicht so spannend und ich weiß nicht, wo ich bin. Es ist halt einfach nur ein Raum. Ja, und hier draußen war einfach nur, also man hätte quasi von überall in die Mitte gekonnt. Und dann sind da einfach nur diese ganzen Viecher und da habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Wofür soll ich jetzt unendlich spawnende Gegner platt machen? Er hängt da, kann ich mehr. Ja, dann gehen wir mal hoch. Vielleicht noch ein gegeben, um ganz nach unten zu fahren? Ich weiß es nicht. Da ist Vayne ja schon. Das ging ja flott.
I bid you welcome to my sky fortress, the Bahamut. I must apologize for my delay in welcoming you aboard my ship. Permit me to ask, who are you? An angel of vengeance? Or perchance a saint of salvation? I am simply myself. No more and no less. And I want only to be free. Such a woman is not fit to bear the burden of rule. Weep for Dalmasca, for she is lost. Observe well, Larsa. Watch and mark you, the suffering of one who must rule, yet lacks the power. No. No, brother. I will not. Though I lack your power, I will still persist. Bold words, child. Oha, wer kommt da von hin? Oh, ja. Noah. Lord Larsa. Ja, irgendwas passiert da jetzt hier gleich. Wir können hier doch nicht in 4 Hits kaputt laufen. Your lives are forfeit, and your insurgents with them. Dalmasca will again know order. For good and all, I shall bring your futile attempts at rebellion to an end. Itorimen. What am I to do with those who would oppose me? But show them death! Ah! Jetzt geht er in die zweite. Muss er ja. Ja, jetzt kommt hier Werner. So, Pendano. Ganz wichtig, grüne Magie. Auf den lieben Wahn. Wahn, ganz wichtig. Ortega, auf alle. Ja? Mich musst du hauen. Das war's jetzt wirklich? Lord Brother! Larsa! So, jetzt kämpfen wir gegen dieses andere Ding. Manufactured Nethersite. Alter, selbst sein Gesicht ist voll zerfurcht, ey. So, ja, krieg ich jetzt
dicke Schwerter. Behold the power left me by our fallen friend. Alter, wie aus er sieht. Gabronth, you will defend my brother. He will have much need in the hell to follow. Yes, I will defend Lord Larsa. The hound strays. Treason bears a price. One I gladly pay. So, achso, jetzt müssen wir. Der ist schon mal geschwitzt. Pinello ist schon dabei. Dann. Jetzt tun wir einen Bandsplitter. Übrigens, hier ist die Summenformel von Aspirin. Also Acetylsalicylsäure, die Zylsäure. Kleiner Gag. Bandsplitter habe ich gesucht. Da ist einer. Psychovane. Sehr schön. Und weil wir so viele davon haben, Kollaps, Splitter und Gewinn. Hat er schon. King and man will keep his own history. The tyranny of the gods is ended. We are their puppets no more. The freedom for which we have longed is at hand. Nein, du sollst. Wieso hat das denn jetzt nicht geklappt? Psycho Vane bitte angreifen. Fahren. Psycho Vane bitte angreifen. Alter, ihr seht aus. So viele Schwerter hast du gar nicht mehr. Also diese Attacken ist. Ich komme damit nicht klar. Ich finde die nicht so geil gewählt. Auch wie die mit den Mysttechniken. Erstmal habe ich die bisher null begriffen. So, die sind alle. Jetzt sind sie alle kaputt und oben rum. Und er ist down. Burn in hell! Gavronth!
Ting, 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 ting. Nee. Oh. Jawoll. Och, hätten Sie jetzt nicht das Schwert reinpacken können, bitte? Er will seine Rache haben. Alter, du... Ja, okay, du hast doch den Blitzeschock bekommen. Aber Penelope kümmert sich um dich. Tell me. He is a good master. Er wird doch richtig erschrocken gerade. Schade, das ist nur Lichteffekt von hinten. Both. I am no Dynast King. You must find another. One who might realize your ambitions. They are fulfilled beyond your knowing. The Christ is sundered. Age of Stones complete. From the Undying Ones, the world is freed. You shall not tread this path alone. Together we go. Come. Ach, auf seinem Ding hat auch so eine obskure Gebäude, Tempel, Vieh, Altar. Oh. Won't Cid be eager to learn what has happened here? History begins anew. Deine eigenen Sachen und Leute von ab. Blöde Frage, ja, was? War irgendwie klar. Er hat den Stern und kann dieses ganze Vieh dann jetzt, also das Gebilde da hinten aufnehmen. Ja, und jetzt wirkt er wie Seymour. Ja, wie der in Sinn drinne oder wie der einen davor. So, jetzt
Nochmal kämpfen, was hast du für Unsterblicher? Er hat Hass drauf. Ist schon mal okay. Du hast... Was haben wir denn hier? Nochmal das. Alter, krass, das hat sogar funktioniert. Unsterblicher? Muss ich den heilen oder was? Oder muss ich nur durchhalten? Er hat halt auch kein Leben angezeigt. Das funktioniert. Ich glaube halt nicht, dass wir den umhauen müssen. Greift auf jeden Fall viel Magie an. Komm hier, Entkräften habe ich mir. Ja, so viel. Ich so hart für gekämpft. Das ist genau halt falsch betitelt. Also für mich. Oder sie hätten es einfach Körperbrecher, Geistbrecher oder was. Also. Jetzt kommt er. Diese Superangriffe, ich kapiere sie halt einfach nicht. Aber ist wahrscheinlich Geschmackssache. Also Magie funktioniert nicht. Gut. Irgendwas müssen wir machen. Es ist gerade nicht richtig. Aber ich... Band ging nicht. Wie wollte ich? Jetzt greift er physisch an, oder was? Ich heile jetzt einfach mal meine Gruppe einfach mal hoch. Giga-Flare-Klinge. Junge, Junge. Erinnert mich an den ersten My Hero Academia Film. Ein Boss hatte da ja auch so was Weirdes angefangen. Ja.
besser gegen Adasil. Nochmal? Ja. Ich weiß halt nicht, was ich machen muss. Ich hätte jetzt gern so... Ich glaube, ich muss es nur lang genug durchhalten. Und nebenbei Schaden machen. Ich könnte ja gleich meine Phönixfeder draufschmeißen, um zu gucken, ob ich sowas machen muss. Ja geil, ich habe das auch noch geblockt. Was hab ich denn? Muss ich jetzt eine Superattacke machen. Terra Flare. Also er haut gut was raus. Soll ich so lange kämpfen, bis er seine City hier zerstört, oder? Also man sieht halt immer wieder das, was von seinem Schiff kaputt geht. Ja, und jetzt kann ich ihn umhauen wahrscheinlich. Ja, er leuchtet auch rot. Er ist also kurz vorm Tod. Aber jetzt mal Clown war. Zu guter Letzt. Ganz klar, ließ sich nicht beklagen. Und da war es das. Mit Schock von Penelope natürlich. Weil wenn etwas hier mir den Arsch rettet, dann dieser Zauber. So, Trophäe ist da. Einmal abknuffen. Die Schlange kämpft weiter, obwohl ihr den Kopf abgeschlagen habt. Well, can we fly? No fuel goes to the Glossair engines. Damn. Vaughn, you're in charge. I'm checking the engine room. Right. Fran, with me. Look, Bahamut's Glossair rings are stopping. Vaughn, as soon as the Strahl's rings move, you take off. Understood? You can fly her, Vaughn. Just do it like I told you. Don't worry.
Pinello. Watch for interference from Bahamut's Skystone. The Strahl's a fickle girl. You keep her working for us. I'll see what I can do. Bosh, look after Lhasa, will you? If House Solidor should crumble, the Empire would fail. And civil war would take us all. I understand. The Lord Lhasa is our last hope. Vaughn, the power's back. We can go. Right. Let's go. Grab onto something. Nice. Sir, it's the Strahl. She's left Bahamut. She's moving away. The Strahl. They made it. At last. The Bahamut has fallen. The final test is upon us. The judges shall rule us no more. Main cannon on the Alexander. This is Judge Magister Gabon. All quarters cease fire. I repeat, all units of the Arcadian army, hold your fire. The battle is over. As of this moment, we have signed a ceasefire with the Shelia Benargan Delmasca, the Royal Majesty. Attention, this is Lhasa Farinus Solidor. My brother Vayne has died with honor in battle. The Imperial fleet is now under my command. Sir, your orders, sir. This is Ashelia Delmasca. The Lady Ash, thank the gods you live. I confirm what Judge Magister Gabrant and Lhasa Solidor have said here. Please stand down your attack. The war is over. Ivalice looks to the horizon. A new day has dawned. We are free. Bahamut! A message from the Alexander. Take it, sir. This is Judge Sargamas, captain of the Alexander, flagship of the 12th Damascan fleet of the Arcadian army. I address all ships in Rabanaster's airspace. The Bahamut must not be allowed to fall on the city of Rabanaster. We are preparing to ram her. Do not interfere. Madness. Should she fall, the paling will not hold, and all Rabanaster will be obliterated. All ships, concentrate your fire on the Alexander's remains once Bahamut is clear of the city. Hasty, obey. I think it's a little early to be throwing away our lives just yet. Balthier? Wait! Balthier, where are you? Oh, Vaughn! Sounds like you made it out okay. The Strahl's a fine airship, eh? What does he think he's doing? Balthier! Marquis, stop that fool judge on the Alexander for me, would you? Just getting somewhere with these Glossair rings. Almost done. Don't want him ramming me before I fix them, do we? Balthier, do you understand exactly what it is you're doing? Princess! No need to worry. I hope you haven't forgotten my role in this little story. I'm the leading man. You know what they say about the leading man? He never dies. Let's fly! Fran, power to the Glossair rings. Fran? Alter, fuck. Listen to me, Balthier. Get out of Bahamut immediately. Please, Balthier. You mustn't die. Please, Balthier. Come back. I'd say you're in more of a supporting role. Fran, please.
Boah, wehe. Wehe, wenn die sterben, ey. Komm, Vaan, mach irgendwas. Vaan, the Strahl's in your hands. You'd better take care of her, you hear? If there's one scratch on her when I get back. Roger that. We'll be waiting for you. Balthier! Kommt wieder hier diese Kalenderseiten von dem Typen da. Du holst ihn jetzt ab. So geht das nicht. So, jetzt Abspannmusik oder was? Ach so, Pinello ist das. Okay. Ja, okay, sieht man am Gesicht doch. Ja, wenn das Ding so da steht und nicht explodiert ist komplett, dann hat ja wohl Balthier überlebt. Barsch ist jetzt sein Richter, okay. Sieht man ja an der Narbe. Das juckt mich nicht groß. Das ist jetzt ein bisschen schwach. Hätten die sich nicht nur eben kurz sehen können, oder was? Was hat das jetzt mit dem Ring? Das raff ich auch gerade gar nicht. Ach so, das ist von Balthier. Der hat beiden jeweils einen Ring gegeben.
Er hat beiden jeweils einen Ring gegeben und etwas als Ersatz für die Strahl. Ja, Credits. Ich hab's anscheinend durch. Ich muss sagen, das Ende war jetzt dafür, dass ich der Endkampf so ewig hingezogen habe, das Ende echt schnell durch. Also so 5 Minuten Kram. Das fand ich jetzt ein bisschen. Ich meine, wie lange hat das? Ich vergleiche halt mit anderen, ne? Beim 10er, wie lange hat's Ende gedauert? Ja, okay, das Ende war deutlich länger. Zumindest meiner Ansicht nach. Und im 9er war es auch wesentlich länger. Was waren jetzt gerade 5 Minuten? Ich guck nochmal nach. Ja, okay, 10. Also das Standardende, sagen wir mal. Boah, dieses Bett nervt. Aber ich bin doch unzufrieden jetzt mit dem Endszenario, also mit dem, das Ding stürzt ab, dass sie überlebt haben, ist klar, wenn es nicht komplett explodiert. Meiner Ansicht nach, aber dass sie jetzt alle so komplett getrennte Wege gehen, ja, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich auch nicht, wie lange das hier noch geht, aber ich laber halt noch ein bisschen. Zum ganzen Spiel muss ich sagen, ist. Ich habe meine Kritikpunkte damit, ein paar Sachen, die ich nicht so toll finde, aber alles in allem ist das Spiel top, da kannst du nichts gegen sagen. Kampfsystem ist fummelig, muss man reinkommen und gegen Ende habe ich da auch besser, bin ich damit zurechtgekommen, weil ich einfach selber die Sachen ausgewählt habe, anstatt alles machen zu lassen. Durch den Gambit, das war mein Fehler, das habe ich dann irgendwann eingesehen. Die Lizenzbretter, muss ich sagen, viel zu klein. Weil irgendwann war ja abzusehen, dass die voll sind und ja. Englisch Talent. So, John DiMaggio suche ich jetzt. Ist nicht dabei. Tatsächlich gar nicht. Das wundert mich jetzt. Weil der am 10er mehrfach dabei war. Was ich halt am Spiel generell nicht mochte, war diesen Monsterkatalog, wenn dann irgendwo du dann noch mehr Einträge sammeln musst, indem du das Monster häufiger tötest. Und die konnte man teilweise echt schwierig bekommen. Und dass die Zauber und Fähigkeiten teilweise so versteckt waren. Die Zauber, ich meine, wofür hast du Händler, die dir das verkaufen im Spiel, wenn die am Ende 7 Sachen haben? Das finde ich jetzt, ist meine Meinung, finde ich nicht so geil. Und ja, große Schwäche sind leider die Fähigkeiten. Weil ich finde, egal welche du nimmst, die sind durch die Bank weg nicht so gut. Jobs in richtiger Kombination zu finden, das zum Beispiel hat mir Spaß gemacht, aber wenn das ganze Brett dann so klein ist. Ich meine, du brauchst 5000, um es voll zu machen. Und jetzt hat jeder irgendwie 8000 über. Also klar kann man das ein bisschen zu unendliche farmen, aber naja. Ja, und Waffen und Geld. Ich weiß nicht, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man ein bisschen mehr finden konnte. Aber storymäßig konnte man nichts finden. Man muss quasi immer auf Entdeckungstour gehen, was auch Spaß macht. Aber gerade hier die letzten Super Dungeons echt schwierig, echt schwer. Du bist so ratzfatz zu unterlevelt für. Naja. Aber ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich denn noch,
die letzten Reste machen soll, also den Monsterkatalog voll, den Superboss legen, etc., den Prüfungsmodus komplett. Ansonsten würde ich das ganze Ding als beendet sehen, denn ich habe es durchgespielt und alles andere, was jetzt noch dazu kommen würde, wird mich hart abfacken. Vorsichtig, nee, ist nicht vorsichtig formuliert, aber es wäre einfach ein Pain in the ass. Jetzt noch da und dahin mich dadurch prügeln, alle noch auf Max-Level prügeln. Die Story, die Welt, top. Ich würde, also ich gebe dem Ding 8 von 10 auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ich immer wieder bedenke, wie lange ich mich in dem Spiel verlieren konnte. Das hat gut eingesogen. Immer, also die Welt ist wirklich das größte Plus davon, weil es alles so geil zusammenhängt. Du läufst hier rum, landest wieder in der Wüste von Dalmaskar, gehst da rum, machst das so und so. Schwierigkeit habe ich halt damit gehabt, dass man immer wieder ins selbe Gebiet nochmal zurück muss, wegen irgendeinem Schlüssel, und dann kannst du da noch wieder 10 Meter weiter gehen. Nächster Boss, 10 Meter weiter, nächster Boss und alles so Stück am Stück. Da hätte ich lieber neuere Dungeons gehabt. Ja, und der Mega-Krischt ist für mich, ist der zu groß. Aber schreibt's gerne rein, wenn ich das noch durchziehen soll, mache ich das. Da ist er ja. Ich hab's gewusst. John DiMaggio. Migello. Gilgamesh. Und da habe ich's erkannt. Also bei Migello war ich noch nicht ganz da, aber bei Gilgamesh hat man es erkannt, als ich den gemacht habe. Das habt ihr jetzt leider nicht gesehen, weil ich das irgendwann mal so zwischendurch gemacht habe. Aber ich habe jetzt auch von keinem irgendwie die Superwaffe oder so fertig. Ich habe nur so normale Klamotten, sag ich mal, an. Ich meine, klar, Genji habe ich, aber das ist halt. Also ich habe jetzt nicht die. Man kriegt ja die Lizenzen 12 und 13, glaube ich, für die Klamotten, und das alles über Handwerkswaren herauszufinden, vor allen Dingen wie. Also ohne Guide kannst du dieses Spiel quasi gar nicht komplettieren. Und das finde ich schade. Hätten sie es besser erklärt. Und X-Mail hat mir schon sehr geholfen. Aber ich fand es gerade hier doch mega anstrengend. Und das hat bei den anderen halt. Hat es mir besser gefallen. Auch beim Neuner habe ich wirklich 90% selber rausgefunden. Hades jetzt habe ich zum Beispiel nicht gefunden, aber da findest du halt auch die stärksten Waffen auf dem Weg zum Endboss hin. Und alles andere sind Sidequests, die von alleine dorthin führen. Das hat mir. Damit ich vergleiche halt. Ja, 9 ist so mein. Da passt für mich ziemlich alles. Und gerade hier, wenn ich bedenke, wie ich sich mir jetzt 15 Stunden gefühlt für 3 Schleifen gefarmt habe, nur damit ich bei manchen Arealen weiterkomme. Es ist das halt das, was jetzt gerade so im Gedächtnis bleibt. Ich hatte eine Menge Arbeit, aber ich hatte auch eine Menge Spaß. Und ich war gut in der Welt drinne. Und ich weiß nicht, kommt jetzt noch was? Das Ende war jetzt. Ah, Belohnung fehlt so ein bisschen. Ja, okay. Beim Zehner gab es auch keine Belohnung. Beim Zehner war man am Ende am Weinen, ja. Okay, das haben sie aber auch gut hingekriegt, muss man sagen. Und zum Remaster, das haben sie sehr gut hinbekommen. Da gibt es nichts dran zu meckern. Außer das Jobsystem. Aber das war ja gewollt. So, hab X gedrückt.
Schön eigentlich, ne? New Game Plus jetzt. Haut's in die Kommentare. Ich bleib hier stehen. Und eventuell New Game Plus, eventuell machen wir die ganzen anderen Sachen noch so fertig. Schauen wir mal. Ich bin raus. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschö, tschö.